Und jetzt genau hinhören. Kastner. Maxi Kastner hat sie nicht schon warm geschossen, hat heute den Deckel drauf gemacht zum 5:1 gegen die Düsseldorfer EG. Maxi, zwei Spiele am Wochenende, zwei Siege, 6 Punkte, maximale Ausbeute. Aber diese Düsseldorfer, das war ein hartes Stück Arbeit, ihr habt ganz schön fighten müssen. Ja, die haben uns am Anfang sehr schwer gemacht, die sind mit sehr viel Druck gekommen. Wir haben gewusst, dass die uns viel beim Aufbau stören werden. Und ja, wir haben einfach geschaut, dass wir uns gegenseitig alle viel supporten. Und es hat ganz gut geklappt am Ende vom Spiel. Und ja, wir sind froh, dass wir 6 Punkte an dem Wochenende geholt haben und ja, passt alles. Runde Sache, optimale Ausbeute? Ja, auf jeden Fall. Ja, besser kann es nicht laufen. Ne? Und vor allen Dingen Tabellenplatz 1 zurückerobert. Also von daher war das ja wohl ein maximales Wochenende. Ja, war ein tolles Wochenende für uns auf jeden Fall. Können wir stolz sein, aber am Dienstag geht es weiter. Da wollen wir auch zu Hause gegen Bern gewinnen. Und deswegen gibt es keine lange Zeit, jetzt sich darüber zu freuen. Die Fans skandieren natürlich Spitzenreiter, Spitzenreiter, die Tabellenposition ein. Sie ist zurückerobert. Ist das so eine Zusatzbefriedigung, dass man sagt, das war ein, ich möchte mal sagen, perfektes Wochenende? Ja, definitiv. Wenn wir zurück auf dem ersten Platz sind, ist natürlich umso besser. Das war unser Ziel und wird immer unser Ziel bleiben. Über die ganze Saison wollen wir den ersten Platz halten und oben mitspielen. Und dass es jetzt vor der Pause noch klappt hat, ist natürlich umso besser. Und ja, jetzt gehen wir guten Mutes und glücklich in die Pause. Ja, Pause von wegen, nix Pause. Hockey Champions League steht an am Dienstag gegen Bern. Das Hinspiel habt ihr gewonnen mit 3:2 und der Siegtorschütze hieß Maxi Kastner. Es wird aber wiederum natürlich ein hartes Stück Arbeit, denn die Berner, ja, die werden alles geben. Für die geht es hier um den Kopf und Kragen in München. Ja, Bern war meines Erachtens auch besser in dem Spiel. Wir haben unsere Chancen definitiv genutzt in dem Spiel und das müssen wir auch am Dienstag wieder machen. Wir wissen, dass die genauso hart kommen werden wie am letzten Spiel und ja, wir müssen eine Lösung finden, wie wir aus dem Druck uns befreien können und ja, wir müssen einfach knallhart vom Tor sein und die Chancen nutzen. Was schon Bern im Hinterkopf ist, zeigt ja, wie fokussiert die Mannschaft ist. Hockey Champions League, das Hinspiel habt ihr gewonnen, das Achtelfinal-Hinspiel in Bern mit 3:2. Jetzt aber kommt nochmal die ganz schwere Nummer. Bern wird natürlich kommen wie ein D-Zug, die müssen ja alles riskieren. Ja, natürlich, ist eine Top-Mannschaft in Europa und die werden alles versuchen, um zu gewinnen. Von daher müssen wir über 60 Minuten voll konzentriert sein, müssen das umsetzen, was wir können und dürfen keine Minute nachlassen, weil sonst nutzen die Chance und dann ist es vorbei. Also von daher sind wir auf jeden Fall bereit und wollen das Spiel auf jeden Fall zu Hause hier gewinnen. Nun wollen wir keine Mannschaft aus der DEL sozusagen ein bisschen wegschieben, aber unterscheidet sich diese Qualität der Hockey Champions League gegenüber so einem DEL-Spiel noch einmal um ein ganz, ganz großes Stück? Ja, also ich würde schon sagen, gerade jetzt gegen Bern, also wie ich schon gesagt habe, ist in Europa eine Top-Mannschaft. Das zeigt schon, dass wir einfach sehr viel Tiefe im Kader haben und 4 Top-Reihen haben, super Torhüter und dass wir einfach eine super, super starke Mannschaft sind und diszipliniert sind. Heute war Jerome Plake der Mann des Tages, durfte den roten Bullen tragen. Schwitzt ihr nicht unter diesem Ding? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Gummiteil besonders angenehm ist. Nee, ist nicht so angenehm. Also da sieht man auch kaum was. Nur so kleine Stütze sind da. Und da muss man aufpassen, dass man nicht gegen die Bande fährt hier. Also ist nicht so angenehm, aber trotzdem ist es schön. Aber ich kann mir vorstellen, du würdest sicherlich noch einige Male liebend gern diese Maske tragen. Jerome, danke, dass du Zeit genommen hast. Das klingt jetzt so ein bisschen, als wenn du mal erstmal die Euphorie runterdrücken willst nach so einem Spiel wie heute. 5:1, klar, klares Ergebnis. Jeder, der schaut, denkt super. Die Münchner, die fegen jetzt alles vom Eis. Diese Hockey Champions League, wie unterscheidet sich wirklich dann das Eishockey in dieser Hockey Champions League von dem in der DL? Ja, um einiges. Champions League, da spielen die Top-Teams aus ganz Europa mit. Und wenn man gegen Bern spielt, die jetzt auch zweimaliger Schweizer Meister waren, spricht natürlich auch für die. Und das hat man im letzten Spiel gesehen, dass die zu Recht Schweizer Meister waren. Und ja, es ist ein ganz anderes Niveau. Und ich gehe persönlich auch mit einem ganz anderen Gefühl in das Spiel wieder rein, weil ich weiß, dass es ein europäisches Spiel ist. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, sowas mitzumachen. Maxi, vielen Dank. Wäre schön, wenn dir wieder der wichtige, entscheidende Treffer gelingt. Drück dir die Daumen. Danke, dass du Zeit genommen hast. Danke. Und am Dienstagabend, 19.30 Uhr, da heißt es dann EHC Red Bull München gegen den SC Bern. Ja, hier in der Eishalle am Oberwiesenfeld.